Der Buddha sagte, einige behaupten, dass die Muslime einen Stein anbeten. Es ist bekannt, dass wir Muslime weder Steine noch Bäume anbeten oder dass wir die als Vermittler nehmen wie die anderen. Das machen wir nicht. Es gibt hier kein Scheinargument, damit man auch dagegen dass man was sagt. Und dass wir in Richtung Al-Kaaba beten, das geht nicht um Al-Kaaba als Stein und als Holz und als Haus, sondern das geht darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns einen Fokus gegeben hat und das ist Al-Kaaba, damit wir beten. Und Allah hat uns diesen Ritual gegeben. Und das Beste, was man dazu sagen kann, ist, dass Umar Ridwanullahi alayhi sagte, als er den schwarzen Stein geküsst hat, er sagte, bei Allah, ich weiß, dass du ein Stein bist. Du kannst weder nutzen noch schaden. Hätte ich den Propheten sallallahu nicht gesehen, dass er dich geküsst hat, hätte ich dich nicht geküsst. Das heißt, das geht um ein Ritual in der Religion, wenn du in Umrah bist oder in Hajj, dass du diesen Stein küsst und berührst. Aber das geht nicht um den Stein an sich selbst oder der Stein als Vermittler zu nehmen oder den Stein anzubeten, sondern das geht darum, dass wir hier Ritual haben. Deshalb sage ich diesbezüglich, Barakallahu fikum, es gibt keine Unklarheit diesbezüglich, damit man das klärt. Es gibt ein Ritual. Ritual in der Religion ist, dass wir in Richtung Mekka beten. Ritual in Hajj ist, dass es Sunna empfohlen, erwünscht, wenn wir den schwarzen Stein küssen oder berühren. Das ist alles. Deshalb, wir sagen weder, dass dieser Stein außerordentliche Kräfte hat, aber wir wissen genau, dass der schwarze Stein weiß war und das ist vom Paradies. Und weil die Menschen Sünden begangen haben, dann ist dieser Stein schwarz geworden. Das war weiß und das ist durch die Sünden schwarz geworden. Aber wenn man in Hajj ist und man berührt diesen Stein, dann werden die Sünden getilgt. Und das ist Ritual in der Religion. Und bei Ritualen braucht man auch nicht viel zu begründen. Wallahu ta'ala ala alam.